Herbert Rosendorfer, der Weihnachtsdackel, aus dem Buch Wenn der Christbaum brennt. Der 24. Dezember war in jenem Jahr, an das Besenrieders Zeit ihres Lebens nur mit Schaudern zurückdenken, ein Freitag. Streng genommen hatte Günther Besenrieder, ein durch nichts sich von anderen Beamten unterscheidender Oberinspektor beim städtischen Eichamt, am Vormittag noch Dienst. Aber das war kein echter Dienst, denn erstens, wer kommt am 24. Dezember schon ins Eichamt? Und zweitens, der Amtmann Grünauer hatte eine Bowle und Plätzchen von daheim mitgebracht und verfügte die Abhaltung einer Weihnachtsfeier. Jeder versuchte einen höflichen Schluck der von Frau Amtmann Grünauer liebevoll zubereiteten Bowle und besorgte sich dann heimlich ein Bier. Grünauer war beleidigt, als er die Bowle wieder mit heimnehmen musste und wünschte nur schönes Wochenende und nicht frohe Feiertage. Bei dem nachtragenden Amtmann verhieß das für das Betriebsklima der nächsten Woche nichts Gutes. Aber das war das Wenigste an den Turbulenzen dieser Tage, vor allem weil Besenrieder, was er naheliegenderweise noch nicht ahnte, nicht Gelegenheit hatte, an der grantigen Woche Grünauers zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester teilzunehmen. »Ich hätte Grünauers Grant gerne in Kauf genommen, wenn ich das alles nicht hätte erleben müssen«, sagte Besenrieder später oft. Gegen 2 Uhr kam Besenrieder heim. Frau Besenrieder hatte ihn um 12 erwartet. »Und zwar nüchtern«, sagte sie und fügte einen größeren Schwall Wörter hinzu. Wie er sich das denke, ob sie denn alles alleine machen solle, dass noch kein Baum geschmückt sei, dass man noch auf den Friedhof und zu den Eltern fahren müsse und dass die Kinder seit dem Aufwachen unausstehlich seien und das erste Mal kurz nach 8 gefragt hätten, wann endlich das Christkind käme. Besenrieder stellte seine Aktentasche auf das Vertiko im Flur. »Du sollst nicht immer die Aktentasche auf das Vertiko stellen«, schrie Frau Besenrieder, »dass du dir das aber auch nicht merken kannst.« Der kleinere Besenrieder-Knabe schaute aus dem Kinderzimmer und krächzte, »Kommt jetzt das Christkind?« Besenrieder stellte die Aktentasche unter das Vertiko und sagte, »Es hilft ja nichts, ich muss noch einmal fort, dein Weihnachtsgeschenk.« Frau Besenrieder stieß einen Schrei aus und heulte. »Ich werd wahnsinnig!« und rekapitulierte in rascher Folge, welche Katastrophen hauptsächlich durch Verschulden ihres Mannes in den vergangenen Jahren zu Weihnachten über die Familie hereingebrochen waren. Damals, im ersten Ehejahr, wo Besenrieder nicht daran gedacht hatte, dass in dem jungen Hausstand noch kein Christbaumständer vorhanden war und wo dann nichts anderes übrig geblieben war, als die obersten Zweige des Christbaums mit Reißnägeln an die Decke zu heften. Und dann das Jahr, wo Besenrieder steif und fest behauptet hatte, der Christbaumverkauf ende am 24. um 12 Uhr und man bekomme in den letzten Stunden die schönsten Bäume um 1 Mark. Und in Wirklichkeit endete der Christbaumverkauf am 23. abends. Und Frau Besenrieder sei damals mit dem Auto 66 Kilometer kreuz und quer durch die Stadt gefahren und um 4:30 am heiligen Abend habe sie durch Zufall einen Großhändler in Waldperlach gefunden, der zufällig noch in seinem Geschäft war und gerade mit seiner Sekretärin ein sehr zweideutiges Weihnachtsfest gefeiert habe. Der Großhändler habe seine Hose unwillig zugeknöpft und ihr, Frau Besenrieder, weil sie Tränen in den Augen gehabt habe, einen Krüppel von Fichte für 40 Mark verkauft. Und das auch noch unter der Bedingung, dass sie 2 Steigen schon sehr weicher Tomaten die Steige zu 11 Mark mit dazu nahm, aus denen sie dann einen Tomatenauflauf gemacht habe, von dem der Familie noch zu 3 König schlecht war. Günther Besenrieder setzte sich still in die Wohnküche und rülpste. Natürlich war es bei der Feier im Eichamt nicht bei der einen Flasche Bier geblieben. Aber eigentlich betrunken war Besenrieder nicht, nur flau war ihm im Magen. Das kam wahrscheinlich davon, dass er sich verpflichtet gefühlt hatte, wenn er schon nicht die Bowle trank, wenigstens die Plätzchen der Frau Amtmann Grünauer zu essen. Nach einiger Zeit beruhigte sich Frau Besenrieder, während Günther Besenrieder mit dem älteren Sohn den Baum aufstellte und schmückte, erledigte Frau Besenrieder mit dem Jüngeren den Besuch bei ihren Eltern und am Friedhof, und als sie gegen 4 Uhr zurückkamen, war es schon dunkel, auf den Straßen war es ruhig geworden, leiser Schnee rieselte, aus manchen Fenstern schimmerten schon Kerzen
und Friede und Ruhe und der Duft von gebratenen Äpfeln senkte sich auf die Welt. So, sagte Günther Besenrieder, gab seiner Frau einen weihnachtlichen Kuss und ging. In längstens 20 Minuten, sagte er, sei er wieder da. Er müsse das Geschenk für seine Frau holen, ein sehr schönes, eigenartiges Geschenk, das seiner Art nach leider ungeeignet gewesen sei, in der Wohnung versteckt zu werden. Auch die Kinder, sagte Besenrieder, würden sich darüber freuen. Im Stiegenhaus, das ist für die Geschichte nicht ohne Bedeutung, überholte Besenrieder das ältliche Ehepaar Astfeller aus dem Stock darüber. Sie schleppten Koffer und größere Pakete. Weihnachtlich weich half Besenrieder bis zur Haustür tragen, wo ein Taxi wartete. Er wünschte frohe Feiertage. Astfellers dankten und erwähnten, dass sie nach Bad Aibling zu ihrer dort verheirateten Tochter führen, um mit der und den Enkeln das Fest zu verbringen. Erst am Neujahrstag würden sie zurückkehren. Als Besenrieder 20 Minuten später mit dem Dackel zurückkam, begegneten ihm die Eheleute Geist, die neben Besenrieders wohnten. »Oh«, sagte Frau Bundesbahn-Expediätin A.D. Geist, »haben Sie jetzt ein Hundchen? Oh, wie süß!« »Das Weihnachtsgeschenk für meine Frau«, sagte Besenrieder. »Lieb schaut der aber«, sagte Herr Bundesbahn-Expedient A.D. Geist. Dann wünschte Besenrieder dem Ehepaar Geist noch frohe Feiertage und erfuhr mit den Gegenwünschen, dass Geist die Feiertage bis Silvester bei ihrem Sohn in Deisenhofen zubringen wollten und dass es jetzt langsam pressiere, weil man doch noch dazu, wo es zu schneien angefangen hatte und man nicht zu schnell fahren könne, eine gute halbe Stunde nach Deisenhofen hinaus brauche und weil man rechtzeitig zur Bescherung da sein wolle. Günther Besenrieder hatte den Dackel, Adola von Königsbrunn, nebst Stammbaum bereits in den ersten Dezembertagen in einer Tierhandlung erworben und bezahlt. »Aber es soll natürlich eine Überraschung für meine Frau werden«, hatte Besenrieder gesagt, worauf ihm der Tierhändler anbot, gegen einen bescheidenen Verköstigungssatz das Tier bis zum Heiligen Abend bei sich zu behalten. Besenrieder könne Adola auch noch am Nachmittag dieses Tages abholen, er, der Tierhändler, habe keine Familie und hasse Weihnachten. Er sitze am 24. Dezember sicher bis 7 Uhr im Laden und mache den Jahresabschluss der Buchhaltung. Das könne er, da in der Zeit von Weihnachten bis Silvester erfahrungsgemäß höchstens ein paar Mehlwürmer von Aquarienfreunden gekauft werden und diese paar Mehlwürmer nehme er buchhalterisch und mehrwertsteuerlich ins neue Jahr hinüber. Übrigens sei der Käufer nicht verpflichtet, den Hund Adola zu rufen. Der Hund höre überhaupt nicht auf diesen Namen, auch nicht auf von Königsbrunn. In den seltensten Fällen würden die Hunde mit ihrem Namen aus dem Stammbaum gerufen. Für Dackel empfehle sich Waldi oder Purzel. Besenrieder beschloss, die Rufnamensfrage seiner Frau zu überlassen, setzte den Hund vor der Wohnungstür auf den Boden und band ihm eine große rote Schleife aus Stoff um, mit Goldrand, wie man sie sonst für Weihnachtspakete verwendet. Dem Dackel war die Schleife unangenehm und er versuchte, sie durch Winden des Halses und Pfotenkratzen von seinem Hals zu entfernen. Vielleicht, dachte Besenrieder, ist die Schleife zu eng. Er beugte sich nochmals zum Hund hinunter, fasste nach der Schleife, aber da knurrte der Dackel und bellte ihn an. Das hörte Frau Besenrieder, machte die Tür auf, schlug die Hände über dem Kopf zusammen und rief, »Nein, wie niedlich!« Die Kinder kamen gerannt, Besenrieder sagte, »Adola heißt er, aber wir können ihn ja noch umtaufen.« Der Dackel rannte in den Flur, rieb den Hals am Vertigo, warf es fast um und brachte es fertig, die Schleife vom Hals zu zerren. Alle anderen Geschenke traten in ihrer Bedeutung hinter Adola zurück. Selbst die Kerzen am Christbaum, was später, wie sich zeigte, förmlich lebensrettend war, wurden nach wenigen Minuten wieder ausgeblasen. Die Weihnachtssendung im Fernsehen wurde ausgeschaltet, alle vier Besenrieder setzten sich auf den Boden und betrachteten den Dackel. Der Dackel knurrte. »Es ist ihm noch ungewohnt«, sagte der älteste Bub. »Ist er eigentlich stubenrein?«, fragte Frau Besenrieder. »Selbstverständlich«, sagte Günther Besenrieder. Aber wahrscheinlich war die Erziehung des Dackels nicht davon ausgegangen, dass in der Stube, die ein Hund reinzuhalten hat, ein Baum steht, nämlich der Christbaum. Und der Dackel hob das Bein. Aber das war noch das Wenigste. Kurz darauf, Frau Besenrieder hatte einen Kübel und einen Putzlumpen geholt, um Adolas oder Waldis oder Purzels, je nachdem,
Duftmarke aufzuwischen. Da schaute der Hund den kleineren der Besenräderbuben mit gesenktem Kopf von unten her an, knurrte nicht nur, sondern fletschte auch noch die Zähne. Der Bub flüchtete zur Mutter. Die Mutter stellte den Kübel hin. Ein Glück im Unglück, wie sich bald zeigte, und nahm den Buben hoch. Der Hund ist Kinder einfach noch nicht gewöhnt, sagte Herr Besenrieder. Papi, warum spuckt der Hund eigentlich Bier? Sagte der ältere Bub. Was? Adula knurrte. Besenrieder schrie auf. Der hat Schaum vor dem Mund. Adula kläffte kurz und heiser wow! zum Buben auf Frau Besenrieders Arm hinauf. Frau Besenrieder flüchtete hinter den Christbaum. Tu den Hund hinaus, Günther! Günther! Jetzt brüllte auch der größere Bub. Der Dackel drehte sich im Kreis und rollte die Augen. Frau Besenrieder stieg auf einen Sessel und sagte, der hat die Tollwut. Unmöglich, wollte Herr Besenrieder sagen und auf das Zertifikat verweisen, das er vom Tierhändler über die tadellose Gesundheit des Hundes bekommen hatte. Besenrieder kam aber nur bis Unmöll. Da fasste der Dackel ihn ins Auge und es sei das Fürchterlichste in der ganzen Sache gewesen, erzählte Besenrieder später, als er nach der Scheidung wieder öfters im Gasthaus saß und die Geschichte des Abends zum Besten gab, und schielte. Der Dackel schielte wie ein Dämon, nahm einen Anlauf, raste auf Besenrieder zu. Besenrieder riss geistesgegenwärtig die Wohnzimmertür auf, sprang in die Höhe, der Dackel schoss unter ihm durch hinaus auf den Flur. Besenrieder schlug die Tür zu. Boom! »Dreh den Schlüssel um!« kreischte Frau Besenrieder. »Aber er kann doch die Tür gar nicht aufmachen«, sagte Besenrieder. »Dreh den Schlüssel um!« schrie Frau Besenrieder einen halben Ton höher. Da drehte Herr Besenrieder den Schlüssel um und die Belagerung hatte begonnen. Von weihnachtlicher Stimmung war natürlich keine Rede mehr. »Wir müssen die Polizei rufen«, sagte Frau Besenrieder. »Wie denn?« sagte Besenrieder. »Das Telefon ist doch im Flur.« Die Lebensmittel waren in der Küche. Zum Glück hatte Besenrieder den Christbaum üppig mit Fondants und russisch Brot geschmückt. Das half über die ersten Tage. Klopfen an den Wänden war sinnlos. Besenrieder hatte ja gesehen, dass sowohl Astfellers als auch Geist verreist waren. Sie schrien aus dem Fenster. Entweder hatten alle anderen Leute ihre Fenster fest verrammelt oder der immer stärker fallende Schnee erstickte das Rufen. Jedenfalls antwortete niemand. Nur einmal zeigte sich im ersten Stock im Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine alte Frau. Besenrieder brüllte und winkte. Die alte Frau winkte zurück, öffnete sogar das Fenster einen Moment und schrie, »Danke, auch so frohe Feiertage!« Als die Fondants und das russische Brot aufgegessen waren, aßen Besenrieders die Kerzen. Der Hund, wie sich Besenrieder durch gelegentliche, kühne Spähblicke durch den Türspalt überzeugte, ernährte sich vom Teppich des Flurs und, nachdem er ihn aufgefressen hatte, von zwei Paar Schuhen. Es schien ihm nicht nur zu schmecken, sondern sogar zu bekommen. Herr Besenrieder hatte nach 3 Tagen den Eindruck, der Dackel sei merklich gewachsen. Hunger ist ja bekanntlich eher zu ertragen als Durst. Im Wohnzimmer war kein Wasserhahn, aber zum Glück war ja der Eimer Aufwischwasser da. Und außerdem stand der Christbaum, damit er nicht schnell nadelte, in einer großen Schüssel mit Wasser. Als das Wasser ausgetrunken war, musste man wohl oder übel an die Spirituosen gehen, die in der Herrenkommode verwahrt wurden. Die Familie trank im Laufe der Tage 3 Flaschen Wermut, 1 Flasche Bourbon, 2 Flaschen Scotch, 1 Flasche Steinheger und etliche Flaschen Wein aus. Das hatte den Vorteil, dass die Kinder fast ständig schliefen und dass über Herrn und Frau Besenrieder zeitweise eine heitere Gelassenheit kam. Wovon der Dackel seinen Durst stillte, war unklar. Wahrscheinlich, vermutete der ältere Besenriedersohn, ist die Badezimmertür offen und die Bestie trinkt aus dem Klo. Trotz heiterer Gelassenheit waren die gruppendynamischen Verhältnisse im Wohnzimmer verheerend. Herr Besenrieder erfuhr im Laufe dieser Tage vielfach und in immer rascher werdenden Wiederholungen alles, was er in der Ehe falsch gemacht hatte. Zorn und Tränenausbrüche wechselten ab mit Selbstmorddrohungen. »Ich gehe jetzt hinaus auf den Flur und lass mich von der Bestie zerreißen!« Und Besenrieder wurde durch die Schraubstocksituation auch nicht gerade ein Engel. Die Eheleute nagten sich seelisch ab bis auf die Knochen.
Zum Schluss vergaß sich Besenrieder bis zu einer Ohrfeige, die er seiner Frau gab. Besenrieder tat die Ohrfeige zwar sofort leid, er stand da wie erstarrt. Die Kinder weinten. Frau Besenrieder sagte nur, »So!« Er griff die letzte Flasche Slivovitz und stürzte mit dem Viertelliter, der darin war, alles in sich hinunter, was es an Flüssigkeit noch in dem Zimmer gab. »Paula!« schrie Günther. Aber zu spät. In jeder Hinsicht zu spät. Als Adula von Königsbrunn am Abend des Neujahrstages endlich doch verhungerte, verließ Frau Besenrieder das Wohnzimmer nur, um ungerührt über die Dackelleiche hinwegzusteigen, im Schlafzimmer ihren Koffer zu packen und zu ihren Eltern zurückzukehren. Die Kinder holte sie einige Tage später, am selben Tag, als gegen Besenrieder ein Disziplinarverfahren wegen unentschuldigten Fehlens eingeleitet wurde. Als Besenrieder vor dem Disziplinarausschuss die Sache mit Adula erzählte, lachte der Vorsitzende fürchterlich, sagte, das sei ohne Zweifel die originellste Ausrede, die er je gehört habe. Geglaubt wurde Besenrieder aber nicht. Die Scheidungskosten und der Versorgungsausgleich fraßen Besenrieders Ersparnisse auf. Als er den Schadensersatzprozess gegen den Tierhändler verlor, musste er, um die Verfahrenskosten zahlen zu können, sein Auto verkaufen. Er kam nach der Entlassung aus dem Dienst als Pfleger in einem Tierasyl unter. Immerhin verdiente er so viel, dass er abends in einer billigen Wirtschaft ein paar Bier trinken konnte. Auch den Heiligen Abend verbrachte er regelmäßig in dieser Wirtschaft. Sie hieß Sporteck. In vorgerückter Stunde pflegte er den anderen Elendsexistenzen die Geschichte vom Dackel Adula und von der Tollwut zu erzählen. Sie war stets ein absoluter Lacherfolg.